In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie sich durch die MyEngine navigieren. Links finden Sie den Navigationsbereich. Mit einem Klick auf eine Liste wird die Liste dargestellt, in diesem Fall die Werkstattauftragsliste. Hier finden Sie die einzelnen Gruppen, zum Beispiel gebuchte Belege. In den Gruppen sind wiederum Listen vorhanden. Gehen wir wieder zurück ins Rollencenter, klicken oben rechts auf Anpassen, Navigationsbereich anpassen, können wir hier den Navigationsbereich bearbeiten. Links finden Sie die Gruppen, rechts die Listen, welche in der Gruppe vorhanden sind. Mit diesem Button können Sie die Gruppen bearbeiten bzw. neue definieren. Und mit diesem Button wird der Listenbereich angepasst. Nun geben wir der Gruppe Startseite mit dem Button Hinzufügen die Artikelliste hinzu. Wählen Teile, Lagerbestand, Artikel aus und drücken OK und setzen die Liste unter Fahrzeuge hin. Nach dem Bestätigen kommt eine Meldung, ob Sie Ihren Navigationsbereich gleich aktualisieren wollen. Wir drücken Ja. Nun haben wir die Artikelliste in unserer Gruppe Startseite vorhanden. Um Listen, Seiten oder Berichte zu finden, können Sie die Suchleiste benutzen. Hier geben wir zum Beispiel Artikel ein. Es erscheinen Vorschläge und wir wählen uns den besten aus. Hier die Artikelliste. Außerdem haben Sie alle Listen, Seiten und Berichte in der Gruppe Abteilungen. Die Artikelliste ist zum Beispiel unter Teile, Lagerbestand, Artikel. So können Sie sich durch die MyEngine navigieren.